Servus Leute bei Endfall, ich begrüße dich zur nächsten Folge AirPod CEO. Ich bin der Andi, ich begrüße dich ganz herzlich nochmal zur zweiten Folge. Wir sind hier, ihr seht, der Bau schreitet langsam voran. Ich habe mir gedacht, währenddessen können wir ja uns gucken, wie es mit unseren Projekten ist. Ich fange nochmal mit der. So. Genau. Also auch für die ist das, wir gucken hin und wieder wegen Personal. Administrator. Den haben wir schon. Was ich mit euch in dieser Folge machen wollte, ist, dass wir was ich mir überlegt habe, so vorläufig einfach auch nochmal so eine Verwirklichung machen. Die können wir nachher auch wieder abreißen einfach. Ich würde sagen, wir machen hier noch so eine Querverbindung rein. Und ich würde sagen, das reißen wir erstmal ab. Genau. Das brauchen wir erstmal nicht, das brauchen wir später mal. Aber da wir noch nicht wissen, wie wir genau weiterbauen, einfach. Macht ja auch keinen Sinn einfach. Jetzt müssen wir einfach warten, bis die fertig ist. Ich würde noch ein paar Bauarbeiten einfach ordern. Ich würde einfach ein bisschen E-Mails. Naja. Ich glaube, das Jahr haben wir eh noch nicht, weil wir eh noch nicht geöffnet sind. Betriebsbericht. Leistungsbericht. Interessiert uns das gerade überhaupt nicht. Wenn ich mal so sagen darf. Was wir machen können, ist, dass wir die Punkte, wo die Flugzeuge sich entlanghangeln, dass wir die schon mal einfach errichten. Dann hätten wir es einfach schon mal leichter, wenn wir den Flughafen auch eröffnen können. Zack. Die schon mal verbunden. Dann machen wir einfach hier weiter. Dann schalten wir das einfach gut. Also so. Geht ein bisschen anders. Wir tun hier einfach. Zack, so. Genau, dass wir hier einfach schon ein bisschen eine Verbindung haben. Ohne Verbindung funktioniert ja nichts auf dem Flughafen. Verbindung herzustellen, weil es ja auch wichtig ist, dass wir hier einfach genau, die roten Punkte sind die, die einfach noch nicht miteinander verbunden sind.
Aber so können wir einfach die ein oder andere kleine Tätigkeit machen. Und einfach den Ausbau abwarten. Und ich wollte jetzt gerade noch ein paar Vorarbeiten. Ich werde alles Geld. So. Was ja auch wichtig ist, ich möchte, dass ich die fertig habe, damit ich hier dann einfach weiterbauen kann. Eigentlich ist ja hier die Ankunft. Dann können wir das hier eigentlich abreißen. Und das hier können wir abreißen. Genau. Aber wir haben ja hier die Zufahrt. Was ich hier noch machen wollte, ist. Habe ich hier immer mein dann würde ich sagen, wir bauen einfach mal hier los. Ach Scheiße. Jetzt habe ich mich gebaut. Ich habe das abgerissen, bevor das hier endgültig fertig war. Scheiße. Okay. Dann baue ich es nochmal hin. Das war das hier oben, glaube ich. Ja, Mist. Das sind diese Anfängerfehler, die man einfach ein. Ah, nein! Warte ich jetzt gerade nicht. Ah, jetzt habe ich den Flughafen gedreht. Das war natürlich auch nicht mein Ziel. Und nochmal, glaube ich. So, genau. Ich wollte natürlich R drücken. So, dann bauen wir einfach nochmal hier hin. Genau. Und das hier hin. Und natürlich, das. Das können wir erst abreißen, wenn hier die Straße fertig ist. Das habe ich vergessen. Typisch Anfängerfehler. Ja, es ist halt einfach anfänglich. Wir können einfach hier schon mal sagen, wir machen hier die Straße. Ja, ich weiß. Aber ihr wollt ja schon fleißig hier drin. Okay, jetzt wird es dunkler. Ah, mir ist mal im privaten Safe diese Fehler passiert. Und ich habe mir geschworen, dass ich das nicht nochmal mache. Eigentlich geschworen, sondern ich habe mir vorgenommen, dass ich das nochmal mache. Das ist besser ausgedrückt. Nee. Dann mache ich den Fehler gleich nochmal. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ich weiß nicht mal, ob es funktioniert. Nee. Naja, muss ich warten. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Können wir mal hier ein bisschen umgucken. Hier sehen wir jetzt die Punkte, die wir verlegt haben.
Und wir machen hier erstmal, genau, nur allgemein, ist erstmal auf allgemein geschaltet. Später können wir sie auch auf schalten, aber aktuell sind sie einfach nur allgemein. Ich muss auch warten, bis die Landebahn fertig ist und alles weitere ergibt sich dann später. Genau. Blöd. Aber wir sind ja auch, die Startbahn ist noch nicht fertig, weil dann könnten wir wenigstens schon mal ein bisschen Geld verdienen. Aber bevor wir die für Passagiere öffnen, müssen wir einfach hier noch ein paar Sachen machen, wie Terminals und Check-in und Boarding, Sicherheit etc. Genau, was wir jetzt auch nochmal machen können, ich hoffe, das funktioniert, weil sonst, naja, wisst ihr schon, ärgere ich mich. Geht nicht. Ah, Mist. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt nochmal alles neu starten muss. Das ist für ärgerlich, das ist für schade, weil ich finde, es ist echt schick geworden. Was ich nochmal probieren kann. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wenn ich jetzt hier so nicht die Püsse stelle, einfach so machen und die Sicherheit. Ich kann nicht so gut was retten. Schauen wir einfach. Werden wir dann hier so einen Sicherheitsbereich machen, wenn er irgendwann fertig ist. Wir sind ja hier schon, hier habe ich die Kontrolle eingerichtet, dass wir hier so einen Rund machen, dass einfach die Kontrolle rein und von der Kontrolle raus einfach geht. Und das ist ja, wenn man das abreißt, ohne dass es andere fertig ist, das ist einfach totaler Fehler, Leute. Macht das nie, dass ihr das einfach abreißt. Weil so können wir einfach jetzt, ich kann mal probieren, ob ich so einfach Arbeiter jetzt anfordern kann. Einfach probierweise. Oh, 5. Ob da jetzt was kommt. Ob der halten kann. Okay, da kommt er. Okay. Okay, das funktioniert. Ah. Genau, und jetzt funktioniert es auch wieder. Super. Genau, ich wollte so. Ich würde sagen, wir machen einfach so rum. Parallel zur Dings. Zur. Genau, auch eigentlich noch hier machen. Zack, zack. Genau. Das wäre einfach parallel zur Bucht, zur Haltebucht. So. So müsste ich passen. Ich hoffe es. Nee, ein zu viel. Das ist jetzt hier quasi der Sicherheitsbereich. Da kann man rein. Man kann nur hier über den Sicherheitsbereich
reinfahren. Und hier kann man einfach wirklich nur über den Sicherheitsbereich kommt man hier hin mit dem Auto. Gut. Die Folge ist auch noch ein bisschen gerettet worden. Das ist super. Das Terminal. Oh Gott, Flughafen. Eins, zwei, drei und wir machen auch einen Parkplatz. So, vier, super. Genau. Gut, wie sieht's hinten aus? Die Landebahn ist noch in der Arbeit. Weil sonst könnten wir dann wirklich hier die. Die ersten Flüge einfach annehmen. Schauen wir unsere Projekte an. Was haben wir? Wir haben CFU, wir haben. Die anderen fehlen einfach noch. Aber die werden wir auch noch besetzen, hoffentlich nach und nach. Dann schauen wir uns einfach mal die Stellenanzeigen an. Ja, also hier gehen wir mal ein bisschen zurück. Gut, aber gibt es noch nicht vieles Neues. Die Landebahn und Startbahn, die ist noch nicht fertig. Hier ist alles fertig. Genau. Dann ist hier vorne der allgemeine Bereich und hier ist einfach der Sicherheitsbereich jeweils. Ah, der Fußgänger wird auch schnell langsam, das ist gut. Genau. Also unser Flughafen wird langsam, es dauert einfach ganz einfach eine Weile und ich würde auch vorschlagen, bis die Landebahn fertig ist, mache ich kurz auf Stopp. Bis gleich. Die Landebahn ist noch nicht gebaut, aber ich hatte einfach gerade noch eine Idee, die ich gerade mit euch zusammen machen wollte. Dass wir hier einfach noch entlang, dass wir einfach hier noch innerhalb einen Weg haben. Was ja auch wichtig ist. Damit sich auch die Autos, die sich innerhalb bewegen dürfen, einfach auch bewegen können. Deswegen dachte ich, machen wir jetzt noch zusammen, dass wir das noch schnell mal bauen. Die so, na? So geht das.
Ja. Zack. Ob das habe ich jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde hier einfach so schnell verbinden. Ich könnte immer noch abreißen, wenn ich die brauche. Aber so haben wir einfach nochmal so eine Querverbindung. Gut. Und, liebe Leute. Gut. Ist noch nicht gebaut. Wo ist er denn? Ist er nicht gebaut? Schweinerei. Schweinerei, Schweinerei. Dass er noch nicht gebaut worden ist. Haben wir jetzt vielleicht irgendwie. Also ihr Lieben, ich würde sagen. Wir hören jetzt mit der zweiten Folge auf und wenn wir soweit sind mit der dritten Folge, wenn der einfach das mindestens gebaut hat, dann hören wir uns wieder. Ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, die Folge macht aber nichts. Und in der nächsten Folge dann starten wir mit dem Flugbetrieb, liebe Leute. Ich freue mich, ich hoffe ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Servus, euer Andi.